So, und jetzt kommt die automatische Variante. Da muss ich nicht tippen. Ich schalte hier bloß an und aus. Und jetzt guckt euch mal die Glimmlampe an. Aua, aua. Da möchte ich nicht mehr anfassen. Gut, ja, mit einem Relais. Leute, guckt dann mal zum Schluss auf die Links. Ich habe da einen Schaltplan gemacht, weil das ist ja doch schon sehr wirr. Ja, und das. In diesem Fall habe ich es mit lumpigen 3 Volt gemacht. Mit 3 Volt kann man schon ganz schön was erreichen. Wie gesagt, ich fasse da nicht mehr an, so hell wie die leuchtet. Ich schätze so, naja, gut. Also guckt da mal drauf. Ich bespreche da auch die Schaltung und weshalb man mit so wenig Spannung solche hohen Spannungen erzeugen kann. Nicht nur einfach Induktion. Es geht auch um die Geschwindigkeit und alles solche Dinge. Um die Steilheit der Flanken, wie schnell ein Magnetfeld zusammenbricht und. Also nochmal schön tütüt und jetzt mache ich aber auch gleich Schluss. Naja, jetzt kommt aber gleich noch eine andere böse Variante. Wie kann man sein Fahrrad schützen? Also bis dann.